Wolmirstedt, Halle der Freundschaft, erster Spieltag in der aktuellen Basketballsaison der Pro B Nord. Die SBB Baskets haben den Überraschungsaufsteiger, die Ademax Ballers Ibbenbüren, zu Gast. Und diese Mannschaft ist im Moment als Neuling in der Liga nur schwer einzuschätzen. Die Wolmerstädter, nach einer erfolgreichen Saison, haben sich erfolgreich vorbereitet und die Vereinsführung hat ein klares Ziel. Unser Ziel wird nach wie vor die ersten besten Dreien. Unter den ersten besten Dreien wollen wir sein. Das ist ganz klar das Saisonziel. Und ja, ich bin gespannt. Ja. Die Jungs sind gut drauf. Ich glaube, wir spielen eine sehr gute Saison. Unser Team ist gut drauf. Ich war gestern beim Training, war super. Ich denke, die sind gut vorbereitet. Und um das zu erreichen, hat sich die Mannschaft an entscheidenden Stellen verstärkt. Okay, wir haben einmal Marc Federici neu verpflichtet. Das ist ein Berliner Urgestein. Hat zwei Brüder, die auch Basketball beide spielen. Einen Zwilling und einen etwas älteren Bruder. Er hat letztes Jahr bei Lok Bernau in der Pro B gespielt. Ja, ich erwarte viel von ihm. Er hat eine super Einstellung und ist genau das, was wir gesucht haben. Der andere ist Modestas Paulauskas, ist ein Litauer. 2,10 Meter, das ist unsere europäische Neuverpflichtung. Der hat letztes Jahr in Italien gespielt, bringt eine gewisse Größe mit. Wie für Litauer kann er auch ein bisschen werfen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich in der Pro B macht, aber ich erwarte einiges von ihm. Dann haben wir noch Joel Morsi, ist auch ein Berliner ursprünglich, also kommt aus Berlin. Dort aufgewachsen, hat am College gespielt, an der Prep School. Und ja, der ist halt ist noch einer, der für die nächsten paar Jahre hier sein wird, der sich hier entwickeln wird. Ist hungrig, hat Bock auf Basketball, hat Bock auf uns. Wir haben Lust auf ihn und das ist bis jetzt sehr, sehr gut. Dazu haben wir noch einen US-Amerikaner, Justin Stovall. Der hat letztes Jahr, der kommt ursprünglich aus Chicago, hat letztes Jahr bei den Eisbären Bremerhaven in der Pro A gespielt. Ist sehr vielseitig, athletisch, muss noch einiges dazu lernen, aber macht bis jetzt auch einen herausragenden Job und ist ein sehr, sehr guter Charakter, der die Mannschaft pusht und einfach gut ist fürs Teamgefüge. Das Spiel selber stürzte die vollbesetzte Halle in ein Wechselbad der Gefühle, denn das Selbstbewusstsein der SBB Baskets wurde auf eine harte Probe gestellt. Beide Seiten hatten so ihre Schwierigkeiten, in das erste Spiel der Saison zu finden. Viele Fehler in fast allen Bereichen des Spieles ließen nur wenige Punkte auf die Anzeigetafel kommen. Trotzdem spielten sich die Gäste zur Halbzeit einen komfortablen 9-Punkte-Vorsprung heraus. Mit 27:36 ging es in die Kabine. Es wird ein Geheimnis bleiben, was Trainer Eiko Potthast zu seiner Mannschaft gesagt hat, aber nach der Pause fanden die Wolmirstädter zu ihrem Spiel und konnten die Partie drehen. Es gab zwar weiter noch viele Fehler, es würde also noch viel Trainingsarbeit brauchen, aber am Ende, und der Punktestand spricht für sich, blieben bei einem Ergebnis von 72:64 die Punkte der Wertung in Wolmirstedt. Ich habe eine sehr gute erste Halbzeit von uns gesehen. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, wie wir spielen wollen. Mit einer sehr, sehr aggressiven Defense, mit einer Offense, wo wir den Ball sehr, sehr viel bewegen, wo der wirklich oft in vielen Händen ist, wo wir gute Abschlüsse wählen. Und dann sehe ich ein zweites Gesicht von uns, wie wir im dritten Viertel irgendwie komplett alles vergessen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir uns irgendwie nur noch verdribbeln, den Ball nicht mehr so wirklich bewegen und ins ganz schlechte Entscheidungen reinzwingen. Wir haben in der ersten Halbzeit einfach wahnsinnig viele Fehler gemacht. Wir haben den Ball nicht gut bewegt, waren eigensinnig in vielen Aktionen und dort, das hat Ibbenbüren bestraft und uns unsere Grenzen aufgezeigt. Wenn immer wir den Ball bewegt haben, sahen wir gut aus und ich glaube, das haben wir gerade in der zweiten Halbzeit gemacht, mit der richtigen Energie gespielt. Ich bin auch nicht begeistert von all den vielen Fehlern, aber es ist auch das erste Spiel nach der Vorbereitung, also wird es noch eine Weile dauern, bis wir wieder richtig effektiv spielen können. Das Spiel am 3. Oktober in Sandersdorf bei den BSW Sixers verlor die SBB mit 73:71 und am kommenden Sonntag wieder in der Halle der Freundschaft wird die Mannschaft die Giants aus Leverkusen erwarten.